Konfuzius sprach: Erst wenn eine Mücke sich auf deinen Hoden setzt, wirst du lernen, deine Probleme ohne Gewalt zu lösen. Tornado Stream! Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute spielen wir wieder mal Defense Grid The Awakening. Und heute haben wir Level 6 und 7 und wir fangen auch mal gleich an. Und zwar haben wir hier die Karte, das Level der Vulkan. Rein, neu starten und los hier. Puh, heiß. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Sie werden dasselbe tun wie letztes Mal. Das überlebe ich kein zweites Mal. Nicht so schlimm. Du bist eine Maschine. Tut mir leid. Wo sind die Pläne? Ah, ja. Das sollte funktionieren. Sie müssen sich schnell mit diesem neuen Turm vertraut machen. Okay. Er feuert etwas langsam. Alles klar. Ein neuer Turm ist angekommen. Und zwar die Kanone. So, was haben wir denn da? Der langsame, aber mächtige Kanonenturm bietet schweren Schaden gegen einzelne Aliens. Er kann aber keine Feinde in direkter Nähe treffen. Also das Ding ist eine Nahkampfwaffe. Wir können also quasi das, ja, ich hab's ja gerade gesagt, alles was in der Entfernung ist, ballert er ab. Und was im Nahkampfbereich ist, geht nicht. Also hier so, was hier so läuft quasi, ach, wir wollen ihn ja auch bauen, also was soll denn das? Was hier so vorbeikreucht, wird nicht getroffen. Also, weiter. Hier bauen wir einen Schützturm hin. Wie viel Kohle haben wir? Müssen wir aufpassen. Ja, jetzt die Frage. Ach komm, die Runde machen wir noch. Schütztürme. Hier habe ich nachher von Temporal hinzubauen. Ah, hier oben ist nochmal die Kanonenerklärung, Leute. Also wer Bock hat mitzulesen, da steht's. Hab's aber gerade schon erklärt. Also, noch hier einen hin. Ja, nochmal zum Weg. Also die kommen jetzt von hier. Sliden hier um die Kurve. Und greifen sie natürlich unser heiligstes Gut wieder. Die Energiekerne. Und wir müssen das wie immer verhindern. Also, kommt her. Beschleunigung. Was sind das? Walker, wa? Ja, Walker. Das wird nicht einfach. Sie müssen wohl improvisieren. Nicht alles Gute kommt von oben. Tja, das Problem haben wir jedes Mal. Hier habe ich noch nie gesehen. Nicht alle Türme sind für die Flugabwehr geeignet. Seien Sie vorsichtig. Ja, alles klar. Und nehmen wir hier mal gleich so ein Temporal hin. Der nimmt nämlich nachher das Tempo raus. Das ist ja halt die Stase. Kennt ihr ja schon mittlerweile. Weil ich werde mir jetzt hier, ich habe gedacht, hier an der Stelle werde ich mir mein Hauptkampfgebiet errichten. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen wir sie ausschalten. Ja. Machen die schon. Keine Angst. Weil von hier kann ich halt dann überall kämpfen. Na komm. Ist schon in der Datenbank. Hab ich knallt. Oh, fliegende Aliens. Drücken Sie T. Ah, alles klar. Hier sieht man halt die Flugbahn der Aliens, die sich in der Luft befinden. Und kann halt ihren Weg verfolgen. Und mit T können wir das ausblenden. Also T, Flugweg einblenden und wieder T, raus. Alles klar. Kommt, mir wird langweilig. Wo sind die nächsten? Wo sind die nächsten Gegners? Gegnerz. Racer. Ah, langsam kenne ich auch die Gegner schon. Ja. Hier kriegen sie ein Inferno. Hier mal einen Geschützturm hin. Was lustig, jetzt gleich noch ein. Ich bin mal gespannt, wie lange ich diese Geschützturm-Taktik fahren kann. Brenn. Läuft doch. Upgraden. Inferno. Ja. Oh, wird schon wieder warm hier. Was haben wir? Oh, 27 Grad. Und wenn ich mir noch diese Landschaft hier angucke, diesen Planeten. Oh, das passt doch noch, sage ich euch, Leute. Heiß hier drin.
Sag euch, das ist das größte Problem, was ich habe hier, die Wärme. Ich kämpfe gegen die Aliens und gegen die Hitze. Und dann sehe ich auch noch so eine Map. Also ganz ehrlich, so Kopfkino. So. Los! Jetzt wird geupgradet. Ich habe noch gar keine Aliens gesehen, die hier oben fliegen. Ach da. Ah, hier sieht man das schön, hier sieht man so, so komm. Und die fliegen quasi wie auf so einer, ja, Schiene, Führung, da lang. Kommen die überhaupt bis zum Ziel? Noch gar keinen gesehen, der durchgekommen ist. Ach, die verschwinden einfach, wenn sie abgeknallt werden. So, weg mit der Linie. Er ist schon wieder hier verquatscht. Upgrade die Bande, ist egal. Den hier upgraden. Am besten immer Upgrades da machen, wo halt keiner gerade ist. Also nicht hier gerade so, wie ich das gemacht habe. Hier, der hier war zum Beispiel richtig gerade. Da ist gerade nichts mehr los. Und dann kann man den halt upgraden. Macht doch mehr Sinn. Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Machen wir doch. Oh, da kommt schon ein Stärker an. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch einen grünen? So, bevor der da ist, da gehe ich trotzdem mit Kriegsrisiko ein. Nein, nicht hier einfach mit den Kernen abhauen, Leute. Bleibt mal schön zu Hause. Habt ihr gerade gesehen? Ich hab schon gerade gedacht, dass die jetzt hier wegwandern. Komm, machen wir gleich hier einen 400er draus. Einen roten. Ach, gar nicht genug Kohle, verdammt. Ja, wir haben doch hier schon den Temporal. Der wird dir auch aufhalten, Freund. Der Crusher. Eigentlich cool gemacht, wenn man sich die mal anguckt. Aliens entwickelt. Ey, sicher. Guck mal, wie hässlich der ist, wenn du den von vorne dir anguckst. So. Der ist immer noch am Leben, aber gleich ist er tot. Tja. Wie war das doch? Konfuzius sprach: Erst wenn eine Mücke sich auf deinen Hoden setzt, wirst du lernen, deine Probleme ohne Gewalt zu lösen. Hm. Und so wird's den Aliens ergehen. Die müssen erst quasi sich selbst wehtun. So. Kommt her! Nichts passiert hier. Doch. Upgraden, dass wir den Großen eine Klatsche geben können. Ach, ich muss ein bisschen mehr auf die Ressourcen achten. Ich achte gar nicht drauf. Ja, komm, hier geht jetzt auch. Ist klar, läuft doch wie ein Schnürchen hier. Alles schön. Den haben wir noch gar nicht geupgradet. Wird aber jetzt passieren? Stärker hier. Den Rocky. Den was habe ich gesagt? Den Rocky? Pff, den Turm, den Geschützturm. Das hat bescheuert. Was man so manchmal denkt. Das ist ja auch nicht immer leicht. Du sollst hier sitzen, sollst es kommentieren. Gleichzeitig soll es auch noch unterhaltsam sein. Das ganze Paket. Machen wir mal schön weiter. Ich brauche das gar nicht kommentieren. Das ist eigentlich, es läuft wie ein Schnürchen. Jetzt haben wir Level 11. Noch zwei Angriffswellen.
Machen wir hier auf Rot. Auf Rot. Noch da einen hin. Ich denke mal, das Ding reiten wir ganz locker nach Hause. Speicherpunkt erreicht. Habt ihr gesehen? Stand da unten. Also wenn ich jetzt möchte, könnte ich abbrechen, aber das wäre ja immer sinnlos. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also, das ist nicht so leicht. Man soll sich halt konzentrieren, man soll halt spielen, gleichzeitig soll man unterhalten. Und diese ganzen Elemente, sag ich mal, einfließen zu lassen, ist gar nicht so leicht. Weil vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ich das nicht versuche, hier alles zu stellen. Ich versuche eigentlich, das zu spielen, ganz natürlich. Und zu albern soll das Ganze dann nun auch nicht sein. Obwohl teilweise die Aliens schon recht albern sind. Wenn die hier so runterstürzen, so. So. Ich hab keine Sorge. Ich fahre lalalala. Ich lauf den Weg hinunter. So ganz sorgenfrei. Upgraden. So. Die haben halt Schutzschilde. Und hier sieht man es auch. Bulwark. Gesundheit 100%. Und da sieht man ja, der untere Strich ist das Schild. So, Schild weg, gleich tot. Also das Schild ist stärker quasi als deren Lebensenergie. Heizt ihn ein. Schutzturm. Nee. Inferno. Das schaffen die nicht, das schaffen die nicht, das schaffen die nicht. Was machen wir hier? Bauen alles schön zu. Hier kriegen sie die Hucke voll. Lass sie brennen. Lass sie brennen. Boah, ist das eine Wärme. Egal. Egal. Wir machen weiter. Jetzt wollen wir mal auf F das Ganze ein bisschen beschleunigen. Brauchen wir den. Den auch nochmal upgraden. Bauen alle zu. Eigentlich wartet auch schon. Ich denke nicht, dass die schaffen die das da. Nee, das schaffen die nicht. Los! Und das war's auch. Ich glaube, das war's. Fürs Erste. Fürs Erste, genau. Wir hatten keine Chance. Wir waren einfach zu gut. Perfekt. Eine Freude, Ihnen zuzusehen. Danke. So, und wir werden auch nonstop weitermachen, auch wenn ich hier so einen Blödsinn quatsche manchmal. Aber das soll uns ja nicht abhalten. So, und jetzt geht's weiter. Wir spielen jetzt Level 7. Zutritt verboten. Ich habe gestern schon mal gespielt. Und ach Mist, hier ist so ein Vieh drin. Und, hab gestern mehrfach gespielt und irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. So, und ich habe mal über die Taktik nachgedacht. Wir gehen mal rein. So. Wo sind wir? Auf Zutritt verboten. So, ich muss jetzt leider mal eingreifen, weil es hat ein Problem gerade gegeben. Dieses Flackern. Ich wollte gerade was erklären, aber irgendwie hat das nicht richtig funktioniert. Deswegen werde ich das jetzt hier außen off kommentieren. Also, nochmal von vorne. Bei meiner ersten Taktik, die nicht geklappt hat, wollte ich hier den Weg versperren, damit die Aliens hier außen den Weg passieren. Und jetzt war der Fehler gewesen. Ich habe ganz vergessen, die schnappen sich ja hier die Ressourcen und laufen hier lang. Und das war mein fataler Fehler. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, für die nächste Taktik, die ich jetzt in diesem Video anwende, ich versperre denen hier den Weg, damit die hier durch müssen
Ist ja logisch, wenn ich jetzt hier dann zumache, hier diese Seite zumache, gehen die hier durch und laufen quasi hier wieder hin, greifen sich hier die Ressourcen, unsere Kerne, und wollen natürlich hier durch. Somit habe ich natürlich hier einen doppelten Laufweg. Ich kann natürlich Kohle sparen, weil die werden natürlich dann doppelt befeuert von den Türmen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Es geht weiter. Schnipsi-wupsi. Aufbau. Die ganzen Türme. Haben die einen doppelten Weg. Die müssen den Weg zweimal passieren und somit kann ich halt doppelt Schaden machen. So, und das werde ich jetzt machen. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut erklärt. Aber okay, fangen wir mal an. Wir haben 1000. Weg versperren. Schützturm hier. Schützturm da. Einer, der Schaden macht hier. Ich würde sagen, warte mal, ja, dahin ein und dahin ein. Also kriegen sie hier erstmal ordentlich einen auf den Latz und können aber hier nicht durchbrechen. Sie werden halt hier lang laufen. Dann werde ich sie zwingen. Was? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aliens bewegen sich durch das Energiefeld eines Turms. Ja, das ist halt nochmal dieses Plädoyer, dass man denen die Wege versperren soll. So, nochmal überlegen. Zeigen wir es den Biestern. Ja, dann scheiß drauf, dann gibt es halt hier ein. Ich will halt genau, dass die hier lang, dann können die hier lang. Und dann machen wir hier dicht. Dann setzen wir erstmal hier auf Mitteldistanz. Okay, gleich mal Beschleunigung zu gucken, was passiert. Und Moment. Da, ich habe noch einen Turm für Sie ausgegraben. Denken Sie daran, ihn aufzuladen. Je länger, desto besser. Alles klar, vielleicht haben wir kurz mal Luft, um das zu erklären. Und hoch hier. Und jetzt haben wir den neuen Turm. Malteser-Turm. Mal sehen, wie das den Mistkerlen schmeckt. Oh, jetzt fallen die mir auch noch ins Wort. Also der Malteser-Turm verursacht mit längeren Ladezeiten... Mann, ne, ich habe keine Zeit dafür. Also, der Taser-Turm, ja? Verursacht mit längeren Ladezeiten zwischen den Feuerstößen mehr Schaden. Gut gegen Bosse und hat eine einzige Kette. Also das Ding lädt sich halt auf und gibt Stromschläge, so würde ich das sagen. Wir müssen Hand in Hand arbeiten. Nur so kommen wir ans Ziel. Mann, du nervst mich aber heute. Fall mir doch nicht immer ins Wort. Herrgott! Kann man den nicht irgendwie abschalten, diesen Vollidioten? Manchmal nervt der. So, ich will hier auch erstmal, habe ich ganz vergessen, ein Temporal reinsetzen, weil ohne den geht's auch nicht. Ich muss ja langsamer machen. Die Straße der Geschütztürme werden hier errichtet. Und auf die Ecken setzen wir einen Malteser-Turm, damit man hier nicht sagen kann, ey, guck mal, der redet über den Turm, aber einsetzen tut er sie ja eh nicht. Also doch, hier ist jetzt die Bestätigung eingesetzt. Zweimal. Hier, da sieht man schön Strom. Der Mistkerl ist in der Datenbank abgelegt. So. Vielleicht wäre hier auch noch mal so ein Temporal. Jetzt laufen die nämlich hier durch diese Straße durch. Und dann hier noch. Keine Kohle, müssen wir warten. Genau. Läuft doch alles ganz gut. Angriffswelle 5. Kommt her! So.
Das wäre ja auch doof irgendwie. Ey, nein. Dass man, wenn man hier drauf ist und man will die anklicken, kann man nicht sehen, was das für Gegner sind. Egal wie du es machst. Kommt immer diese Turmkacke. Nur hier. Da handelt es sich wieder um Rindviecher. So, das ist natürlich jetzt taktisch richtig gut gewesen, hier den, sag schon, den Turm zu setzen, den Telsa-Turm. Und den Temporal. Weil der Teil macht die halt richtig schön langsam durch die Stase und dann kriegen die hier ordentliche Stromschläge. Ich würde auch glatt sagen, bauen wir hier einen hin noch. Dann machen wir doch noch einen. Erledigen Sie die Mistkerle. Ja, bloß nicht ausrasten. Geschützturm. Ja, irgendwie liebe ich die Geschütztürme, Leute, ich weiß nicht. Die sind so einfach in ihrer Einfachheit. Geht klar, ja. Richtet ihr Metzel. Hier geht's ab. Wenn ich schwitzen könnte, käme ich jetzt ins Schwitzen. Ja, wenn du nicht aus Programmierdaten bestehen würdest, wa? Und immer schön das Upgrade nicht vergessen. Immer an Stellen, wo nichts los ist. Wie jetzt hier in diesem schön gezeigten Beispiel gerade. Habe ich Zeit. Jetzt könnte ich alle upgraden. Aber ich habe keine Kohle. Doch, jetzt habe ich wieder welche. Also, das läuft. Gut. Gut gemacht. So. Bulwark. Bulwark mit Schildern wieder. Ich muss mal in den Optionen gucken, bei den Einstellungen, ob man den ausschalten kann. Weil irgendwie, ganz ehrlich, irgendwie behindert der mich beim Quatschen. Dieser Bot. Weißt du, du willst irgendwas. Das Problem ist, du möchtest irgendwas erklären und erzählen. Und dann kommt so einer von der Seite. Oh Mann, heute ist mir aber schlecht. Hui, ich würde schwitzen, wenn ich schwitzen könnte. Ist da, wenn ihr das hört, ey. Alter. Aber wir machen weiter. Schon wieder verquatscht. Upgraden. Der hat noch geschafft. Nö, nee, eigentlich, das reicht, wenn ich hier oben, glaube ich, upgrade. Den hier, der hat noch nichts. Ist schon Angriffswelle 11. Bis jetzt liegen wir gut im Rennen. Ich werde auch hier oben nur noch upgraden. Kack drauf. Mann, schaut euch mal das Feuergemetzel an. Geht nicht. Fehlen ein paar Glocken fehlen noch. Ein bisschen Kohle. Jetzt. Komm. Kohle her. Einer! Los, mach. Runter, hoch. Vorsicht, Sie haben Schilde. Schilde, ja? Ich würde mich nicht eher... Schilde. Da frage ich mich eher, was die im Schilde führen. Achtung, Sie haben Schilde. Jetzt muss er immer mal ein bisschen mehr auf die Ressourcen achten. Ja, man will halt immer schnell bauen. Die kommen. Achtung. So ist die letzte Welle. Komisch. Diesmal hat es geklappt. Also ich bin ganz sicher, dass wir hier nicht verlieren jetzt. Rein in die Straße der Verdammnis. Möge die Fahne der Freaks ewig wehen. Und wie viel hat er? Na, der schafft das nicht. Der Crasher hat nicht mehr viel. Ich sag mal, er schafft es bis hierhin höchstens. An der Stelle bleibt er. Da wo das Kreuz ist. Mal gucken.
Sogar er ist auf der Uni gegangen. Das war's. Kommt her. Komm noch nicht mal mehr den Berg hoch. Das ist doch wundervoll. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie wurden alle niedergemetzelt. Ja, wieder diese glorreiche Musik. Und mögen die Taser-Türme im Winde wehen. Besser geht das kaum. Ja, das war doch wirklich cool. Wenn ich überlege, wie ich mich gestern angestellt habe. Also, an der Stelle möchte ich mich bei euch verabschieden. Und, ja, ich werde demnächst dann weitermachen einfach. Macht's gut. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Ciao, euer Tornado.